Jonas Hofmann, 2:2 gegen Hertha BSC, trotz der ganzen Chancen, ja, wie kann man mit so einem Ergebnis umgehen danach? Boah, es ist sehr, sehr schwer, ja. Also es dominiert eine sehr, sehr schlechte Laune gerade. Ich glaube, wir haben leider ein sehr gutes Spiel gemacht. Also was heißt leider, leider, weil es steht 2:2 und wir spielen eigentlich ein richtig gutes Spiel. Ich weiß nicht, wie man das ja, so kurz nach dem Spiel gut verarbeiten kann. Ich denke, muss man ein bisschen drüber schlafen. Wir müssen morgen mal die Szenen, die Gegentore, das waren zwei Szenen, wo wir einfach nicht so wach waren. Und dass du dann so bestraft wirst, vor allem, wie Sie schon gesagt haben, so viele Torchancen hatten, ja, ist schon sehr ärgerlich. Der Ball war ständig im Strafraum, immer in der gefährlichen Zone und ging dann trotzdem nicht rein. Was hat da gefehlt? Ja, was man dann sagen würde, Durchschlagskraft, vielleicht das Quäntchen Glück. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, wie gesagt, wir haben eine super Leistung gezeigt. Dass wir dann nicht belohnt werden, ist halt sehr, sehr ärgerlich. Aber ich denke, was wir dann noch besser machen müssen, ist einfach über 90 Minuten diese zwei Szenen, wo wir zweimal nicht ganz wach waren, ja, die bestrafen uns halt im Endeffekt. Ja, es ist enttäuschend, wie viele Chancen wir haben und dann, dass da ein Unentschieden bei rauskommt. Ja, wir müssen jetzt einfach weitermachen, am Mittwoch weiter anknüpfen an der Leistung. Wir können uns nichts vorwerfen, wir haben gut gespielt, wir hatten gute Aktion. Bloß, dass die Pille nicht über die Linie ging und dass wir das Spiel gewinnen. Und ja, wir müssen einfach noch weiter nach vorne schauen. Was fehlt denn in diesen Situationen noch, dass der Ball dann wirklich über die Linie geht? Haben Sie da irgendwo einen Ansatz, wo Sie sagen, ein bisschen ruhiger spielen, ein bisschen kontrollierter spielen? Naja, wenn man es so sieht, ja, vielleicht ein bisschen ruhiger spielen. Aber wenn man es in der zweiten Halbzeit sieht, der Ball liegt ja im Strafraum frei rum und wir versuchen zu schießen, dann blockt einer, dann hält der Torwart einmal überragend, glaube ich, den Schuss von Geisi und ja, da verzweifelt man halt, aber es ist halt so manchmal so ein Tag und jetzt müssen wir am Mittwoch weiter nach vorne schauen und da die Tore machen. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wir hatten unfassbar viele Chancen, haben mehrmals Aluminium getroffen und ich glaube, am Ende des Tages lag es einfach an der Chancenverwertung, war halt Pech. Wir haben super Fußball gespielt, war ein intensives Spiel, auch von beiden Mannschaften. Ja, und in den letzten Minuten müssen wir einfach das Tor machen, den Lucky Punch dann noch zum Schluss auch zu Ende bringen. Und so gehen wir mit dem 2:2 dann nach Lichtenberg und ja, war halt ein bisschen bitter heute. Die Mannschaft war ja von einigen Krankheitsfällen betroffen. Sie selber war noch in der Woche nicht beim Training. Ja, wie lange kann man das noch durchhalten? Ja, es war halt nicht leicht die letzten Tage. Ich hatte ja unter anderem gepeinten Infekt gehabt. Andere hatten auch Probleme, waren angeschlagen. Krankheitsbedingte Ausfälle hatten wir ja dann. Zum Beispiel Erle hat nicht gespielt. Aber ich glaube, heute war es erstmal okay. Ich glaube, wir müssen jetzt gucken, dass wir zu Lichtenberg dann fit werden. Dass wir da dann gut regenerieren und uns auch ein bisschen schützen, dass wir nicht mit kurzen Hosen rausgehen. Und ich glaube, dass wir dann spätestens bei Lichtenberg dann alle fit sind. Mit dem Ergebnis hoch zufrieden. Völlig durcheinander. Weil also Korpus hat hier schon einiges liegen lassen. Können wir uns auch ein bisschen bei unserem Torwart bedanken, dass wir den Punkt mitgenommen haben. Ist schon maximale Ausbeute heute. Ja. Trotzdem zweimal geführt. War da noch ein bisschen mehr möglich dann? Zum Anfang dachte ich schon, dann kam eine Welle nach der anderen. Wir haben unglaublich viele Fehler gemacht im Aufbauspiel. Nach dem zweiten Tor dachte ich, wir haben ein bisschen umgestellt zur Halbzeit, dass wir jetzt besser im Spiel sind. Aber dann kam das 2:2 direkt, kam ja 3-4 Minuten später. Und ja, da kam eine Welle nach der anderen. Wir haben alles reingeschmissen, so kennt man uns eigentlich gar nicht. Aber nehmen den Punkt natürlich hier gerne mit. Ja, mit dem Spielergebnis mehr als mit dem Spielverlauf, aber in letzter Zeit haben wir ein bisschen häufiger auch mal Punkte verloren, wo wir vielleicht auch die bessere Mannschaft waren. Heute waren wir, also klar führen wir zweimal, müssen es vielleicht irgendwie ein bisschen cleverer über die Zeit spielen, aber im Endeffekt können wir uns mit dem Punkt zufrieden geben. Gute Cottbusser Mannschaft, die Aufstiegskandidat ist. Maximilian Zimmer, so viele Chancen und trotzdem nur ein 2:2 gegen Hertha BSC. Wie geht's Ihnen direkt danach? Ja, ist unglaublich, wie wir gegen so eine Bundesliga-Reserve hier spielen, mit welcher Intensität, ist unglaublich. Ja, man hat ja gesehen am Ende, kriegen die Hertha-Spieler, die alle Bundesliga spielen wollen oder das kriegen dann Krämpfe. Da sieht man mal, welche Intensität wir gehen und was wir fußballerisch dann auch für Lösungen anbieten, wie viele Torschancen wir uns gegen so eine Mannschaft rausspielen, wie variabel wir spielen und wie gesagt, unser ganzer Plan, die vorne nach innen zu lenken, wie wir uns das angeschaut haben, die dann auch unter Druck zu setzen, zu Fehlern zu zwingen, ist alles aufgegangen und dann machen wir meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach, wie wir es dann im Fußball sehen, machen wir auch zwei kleine individuelle Fehler und müssen dann zweimal im Rückstand hinterherlaufen. Es tut mir für die Jungs leid, dass wir uns einmal wieder nicht belohnt haben. Ich glaube, wir gegen die Leistung, gegen das Spiel kann man nichts sagen. Ist einfach ärgerlich, dass wir jetzt nicht einfach ein Tor mehr gemacht haben. Aber wie gesagt, es ist wieder eine Leistung, wo man drauf aufbauen muss. Und wie wir so ein Spiel interpretieren und mit welcher Intensität wir spielen, bin ich stolz auf die Mannschaft und ich glaube, dass für Hertha ein glücklicher Punkt ist. Das ist tatsächlich der einzige Vorwurf, den man der Mannschaft machen kann, dass der Ball einfach nicht über die Linie geht.
Ja, natürlich. Den Vorwurf müssen wir uns ja gefallen lassen, weil wir nur unentschieden gespielt haben. So ist nun mal Fußball. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn es darum geht, was fair gewesen wäre, wenn es überhaupt im Sport sowas gibt, dann müssen wir das Spiel gewinnen, ganz klar. Ja, und das ist, wie gesagt, das tut heute weh, ärgert einen, aber trotzdem muss ich sagen, dass die Mannschaft wieder eine Top-Leistung gebracht hat. Wie gesagt, wir haben so viele verletzte, kranke Spieler und wie die Mannschaft dann auftritt, ist, wie gesagt, eigentlich Chapeau. Und jetzt müssen wir halt, wie gesagt, das Spiel wieder abhaken und müssen wir Mittwoch mit der gleichen Intensität und mit der gleichen Auffassung vom Fußball dann Lichtenberg probieren zu schlagen. Sie haben schon gesagt, so viele Verletzte, so viele Kranke. Ja, der Kader wird immer kleiner. Wie lange geht das noch gut? Ja, was heißt, wir haben ja schon mal gesagt, uns hilft ja nicht immer zu meckern oder uns hilft nicht, wie gesagt, ich glaube, Pele und auch ich, wie gesagt, wir haben jetzt nie irgendwas gefordert oder haben probiert, nie zu meckern. Wie gesagt, wir nehmen die Situation so an, die Spieler nehmen sie so an, wir probieren halt dann noch enger zusammenzurücken und probieren jetzt bis zum Winter genug Spiele zu gewinnen und dann hoffen wir, dass so viel wie möglich dann wiederkommen.